Jo, herzlich willkommen bei Healing Garden Tenerife. Mein Name ist Kuro Cacinero, du kennst mich vom Spinner zum Gewinner. Wir verkaufen hervorragende Raumdüfte aus Teneriffa, Adaptogene. Ja, Adaptogene. Ich habe mich mit Adaptogenen noch weiter beschäftigt. Und es ist ja schon krass, dass das so wenig bekannt ist. Aber immerhin gibt es jetzt einen guten Wikipedia-Artikel. Den habe nicht ich geschrieben, aber eigentlich Schande auf mein Haupt. Eigentlich hätte ich den schreiben sollen. Aber jedenfalls existiert er jetzt. Und da stehen ganz gute Sachen drin, also über den Entdecker, diesen Nikolai Lazarev, der 1947 damit angefangen hat. Und dann der Israel Breckham, der israelische Forscher, der diesen Begriff dann auch etabliert hat. Adaptogene sind Substanzen, die in Pflanzen vorkommen, die dem Menschen helfen, sich besser anzupassen. An Stress, an Umweltbelastung, an Krankheiten, an alles Mögliche. Und die pharmakologische Abteilung oder wie man das nennt von der EU, die Pharmakommission, sonst was, die diskutieren das im Moment auch, ob Adaptogene als ein eigenständiger Bereich, ob das eingeführt werden sollte als Kategorie, weil im Moment gibt es Medikamente, Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, aber Adaptogene sind da eigentlich eine eigene Kategorie, die werden jetzt quasi noch zu Nahrungsergänzungsmitteln oder als traditionelle Arzneimittel, die werden da irgendwo in eine Schublade gesteckt, aber eigentlich ist das eine eigene Kategorie. Die Frage, die der Lazarev hatte, war eben, wenn ich jetzt einem Soldaten Amphetamin gebe, okay, dann ist er kurze Zeit stärker, aber langfristig leidet seine Gesundheit. Gibt es auch Möglichkeiten, ihm etwas zu geben, was er permanent zu sich nehmen kann, was ihn permanent stärkt und seine Gesundheit verbessert? Ja, also so ein bisschen wie: Bist du ein Kickboxer in den USA oder in Thailand und bist mit 40 kaputt? Oder bist du ein weiser Chinese, der mit 120 immer noch einen Kopfstand macht? Also, dass du sozusagen dich selber besiegst und nicht nur den äußeren Gegner. Also, dass du etwas Aufbauendes tust und nicht etwas Zerstörendes. Und diese Adaptogene, im Gegensatz zu Stimulantien, wirken eben langfristig aufbauend. Und die Frage, die Teneriffa, also Healing Garden Teneriffa, erforscht, ist natürlich, welche Adaptogene gibt es? Es gibt natürlich Ginseng und so, die sind bekannt, aber es gibt auch welche, die sind noch gar nicht bekannt, wie zum Beispiel Peinpollen oder eben auch die Kiefernrinde, die jetzt das nächste Produkt ist, was jetzt bald kommt. Ups, jetzt habe ich schon verraten, wollte ich eigentlich ganz groß ansagen, aber egal, sehen ja eh nur ein paar Leute hier. Was ich noch sagen wollte, genau, also was mir aufgefallen ist, eigentlich bin ich ja mit meinem Unternehmen, ich verkaufe Adaptogene, die ich im Moment noch Raumduft nennen muss, aber das ist jetzt ja nicht das Thema. Ich verhalte mich ja selbst wie ein Adaptogen oder wie jemand, der unter der Wirkung von Adaptogen steht. Das heißt, ich passe mich an. Ich suche die Lücke und gehe dann in die Lücke rein und gehe mit dem Leben mit. Und ich bin oft reaktiv, aber die erste Regel, auch von Stephen Covey, lautet ja, proaktiv sein. Also hör auf zu jammern, hör auf dich zu beklagen, hör auf dich zu beschweren, hör auf zu sagen, das geht nicht. Sondern leg vor, mach den ersten Schritt, sei proaktiv. Das ist das allererste. Und entweder man passt sich an oder man passt sich an die Umwelt an oder man passt die Umwelt an sich an. Ich lese gerade die Lebensgeschichte von Fred Samurai, auch genannt El Amigo oder einfach nur Z. Das war der Banana Man, der die Banane weltweit so zum Boom gebracht hat vor 100 Jahren. Kannte da vorher keiner. Und als die Regierung von Honduras seine Privilegien entziehen wollte, hat er eben mal kurz eine Revolution angefangen und die Honduras-Regierung gestürzt. Also man kann auch die Umwelt an sich anpassen. Man muss nicht immer sich an die Umwelt anpassen. Ich werde jetzt keine Regierung stürzen, aber auf jeden Fall werde ich mich jetzt an den Rechner setzen und 24/7 für dich arbeiten. Weil ich arbeite ja vor allen Dingen für den Kunden und ich weiß, dass diese Produkte gebraucht werden in der Welt. Ich kriege so viel gutes Feedback, das ist einfach nur unglaublich. Und dieser ganze Bürokratie-Scheiß, den muss ich jetzt einfach geregelt kriegen, weil sonst habe ich keinen Bock mehr. Immer cool bleiben, immer mitgehen mit dem Flow und pirschen wie ein Indianer und dann wird das schon was. Also, Adaptogene sind cool, passe dich an oder mach die Welt. Passe die Welt an dich an. Yo, peace!